Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt von mir. Es wird The Inner World sein. Das ist ein Point-and-Click-Adventure aus Deutschland. Und ja, ich habe mir davon vor einiger Zeit mal einen Trailer angesehen. Fand es eigentlich ganz hübsch, da ich Adventures auch ganz gerne mag. Und es wohl auch ganz gut zu sein scheint, wie auch immer, dachte ich mir, ich werde es mal spielen, let's playen und dann mal weitersehen. Klickt mal also mal auf Spielen, ich wünsche euch viel Spaß, ich hoffe, das werde ich auch haben. Und ja, hoffentlich werde ich hier nicht allzu sehr an den Stellen, an den schwierigen Rätseln zu beißen haben. Wir starten also ein neues Spiel. Jawohl. Ja, schwarzer Bildschirm. Gegen jedes Gesetz der Wahrscheinlichkeit gibt es ein Universum, das nur aus Erde besteht. Tief darin steckt eine gewaltige, kugelrunde Welt. Ihre Bewohner nennen sie Asposia. Beatmet wird sie von den heiligen drei Windpolen. Über den Ursprung dieses Windes ist man sich bis heute nicht einig. Dass er jedoch nach und nach verschwindet, ist eine unbestreitbare Tatsache. Mit dem Wind ging das Licht, mit dem Licht ging die Wärme. Und in der kalten Dunkelheit kamen die Windgötter. Mit versteinernden Blicken suchen sie seitdem die Asposa heim. Der einzige noch atmende Windbrunnen wird bewacht von dem Abt Conroy. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Asposa durch diese dunkle, kalte Zeit zu führen. Tagtäglich predigt er dem Volk Entsagung und Fügsamkeit, in der ewigen Hoffnung, die Windgötter milde zu stimmen und den Wind wieder zurückzubringen. Beobachtet wird er dabei oft von seinem jungen Novizen, Robert, den er wie einen Sohn großzog. Nicht wie seinen eigenen, zugegeben. Hey! Oh! Ich glaube, ich nenne dich Huck. Huck. Das darfst du aber nicht haben. Das gehört Conroy. Ich poliere es jeden Tag für ihn. Hübsch, nicht wahr? Oh, schau mal, was es kann. Conroy sagt, es erinnert ihn an den schönsten Tag seines Lebens. Er hat mir aber nie erzählt, was das heißt. Aber weißt du, was ich glaube? Es hat etwas damit zu tun. Du kommst bestimmt viel rum, oder? So als Taube. Weißt du, ich durfte den Palast noch nie verlassen. Wegen meiner komischen Löcher. Ich wünschte, ich hätte Streifen wie jeder andere. Aber schau mal. Hab ich selber gestrickt, damit die Leute keine Angst vor mir haben. Ach, diese Undankbaren. Ich versuche doch nur, ihnen zu helfen. Oh. Robert, mein lieber Junge, spiel mein Lied. Robert, wie oft soll ich es dir noch sagen? Eine Note, ein Takt. Nein! Nein! Welcher Idiot hat die hier reingelassen? Keine Sorge. Taube, ich habe dir vertraut. Ich werde euren Anhänger retten. Nein, Robert, Junge, bleib hier. Wache! Schickt mir den Igel! Schickt mir den Igel. Eine sehr kuriose Geschichte. Die schnapp ich mir. Miets, miets, miets.
Sag ja Miez, Miez, Miez zu der Taube. Diese diebische Taube! Willkommen! Möchtest du eine Einführung in die Spielsteuerung bekommen? Ja, gib's mir. Nein, ich weiß, wie der Hase läuft. Naja, ich meine, ich weiß, wie man Adventure spielt, aber... naja. Machen wir es einfach mal. Hotspots. Klicke und halte, um zu sehen, mit welchen Objekten du interagieren kannst. Ach so, also einfach in die Gegend klicken. Einfach. Interaktion mit Objekten. Klicke auf ein Objekt, um es mit der Lupe anzuschauen oder damit mit der Hand zu interagieren. Okay. Im Inventar berühre den unteren Bildrand, um zu sehen, welche Gegenstände du bei dir trägst. Klicke auf einen Gegenstand, um ihn anzuschauen oder ihn zu benutzen. Durch Ziehen und Loslassen kannst du Gegenstände miteinander kombinieren. Du kannst Gegenstände aus deinem Inventar auch auf Hotspots in der Welt benutzen. Oh, tippe auf ein Gesprächsthema, um darüber zu sprechen. Hast du alles über ein Thema erfahren, wird er ausgegraut. Wird es, Entschuldigung. Zurück zur Hauptgesprächsebene mit dem Pfeil. Okay. Rätselhilfe ist hier oben. Du kannst die Anleitung jederzeit unter den Einstellungen aufrufen, die sich dann dort befinden. Okay. Weiterspielen. Nein, das kennt man wohl. Es wurde wahrscheinlich abgespeichert. Was ist das hier? Phosphos. Schau ich mir mal an. Ein Phosphos? Conroy hasst Phosphos. Ich mag sie. Sie machen Licht. Ich mag Licht. Ich mag auch Licht. Kann ich das benutzen? Da komme ich nicht dran. Eine Flasche. Da liegt eine alte Flasche im Müll. Die nehme ich noch mal mit. Sie ist gefüllt mit gegorenem Nektarinensaft. Wie lange die hier wohl schon liegt? Riecht nach Dienstag. Vor einem Jahr. Oder vor zwei oder drei. Müllhaufen. Und hier landet also Conroys Müll. Was haben wir denn da alles? Alte Vase, Spindel, rechte Hand von einer Stadtwache. Den Schal, den ich zum Geburtstag geschenkt habe, der muss aus Versehen in den Müll geraten sein. Natürlich. Davon will ich nichts mitnehmen. Das Rohr, aus dem wir gekommen sind? Conroys Müllschacht. Warum führt er denn mitten in ein Wohngebiet? Nein, dass ein Wohngebiet ist. Mist. Lässt sich nicht bewegen. Dabei kann man so einen Tunnel immer gut gebrauchen. Allerdings. Da ist noch ein Rohr, was da oben führt. Das ist ja lustig, die Fußstapfen. Ich finde das toll. Ein Wurm, den ich mehr ansehen kann. Er untergräbt die heilige Erde. Haltet den Wurm! Haltet den Wurm, die heilige Erde. Glitschiges Etwas. Kleines. Er ist einfach zu schnell. Er ist zu schnell. Ein Fahndungsplakat. Oh. Warum das Mädchen wohl gesucht wird? Sie sieht doch eigentlich sehr nett aus. Plakate abnehmen verboten. Das tut mir aber leid. Ein Windrad, das ich jetzt gerade... Doch, es dreht sich. Die Windräder in dieser Stadt sind nutzlos geworden, seitdem der Wind kaum noch weht. Aber warum weht denn hier der Wind? Nur noch kaum. Das kann ich, doch, ich kann es wieder anklicken. Nein, es muss sich schon von alleine drehen. Nämlich genau dann, wenn der Wind kommt. Der nur noch sehr selten kommt. Eine Windsocke. Eine Windsocke, die sich im Wind windet. Genau. Jetzt gerade ist halt kein Wind da. Oh toll, meine eigene Windsocke. Windsocken sind super. Ich freue mich auch schon sehr. Sieht aus wie so ein Köcher. Also, ein alter Fisch. Wo Hack gerade dran ist. Da liegt ein Fisch auf der Fensterbank. Ich frage mich wirklich, wie er da hochgekommen ist. Ach, den wird wohl irgendwer da hochgeworfen haben. Das ist zu hoch für mich. Also, diese diebische Taube. Wie komme ich denn jetzt an Hack die Taube ran? Komm her, Täubchen, 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 put, put. Put, 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 put. Nee. Eine Krücke. Tja, wenn die hier so rumsteht, kann ich sie ja mitnehmen. Absolut. Völlig legitim.
Oh, jetzt ist mir die Spitze abgebrochen. Ich hoffe, derjenige, dem die Krücke gehört, kommt nicht zurück, obwohl ich wahrscheinlich schneller wäre. Vermutlich. Ein Konvoikopf. Oh, dieses Lächeln würde ich überall erkennen. Conroy. Ja, also richtig lächeln tut er da ja nicht. Lieber nicht. Er sieht aus, als wäre er schon wieder wütend auf mich. Ach, warum er nur wütend ist? Kann ich denn mit der abgebrochenen Krücke... Na? Eher schwierig. Kann ich die dann... Geht nicht. Ich könnte da vielleicht die Taube mit anlocken. Anscheinend. Ah, okay, einfach nur draufdrücken. Das war doch jetzt geraten, natürlich, oder? Natürlich war das geraten, aber ich dachte, du kriegst da vielleicht die Taube mit runter. Krieg ich denn den Fisch damit? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Ja gut, Taube ist eh noch mit dem Fisch zugange. Wer ist er? Ein Müllhändler. Der Typ sieht aus, als würde er mich ohne zu zögern überfallen. Ich sollte ihn einfach mal fragen, ob er mir hilft. Ja, er überfällt dich nur. Wenn du mit ihm redest, aber machen wir es doch mal. Hallo, könnt ihr mir vielleicht helfen? Kommt drauf an, was du brauchst. Müll habe ich keinen. Müll? Wie bitte? Nein, ich doch nicht. Niemand handelt hier mit Müll. Ich am allerwenigsten. Ja, ich suche auch eigentlich... Brauchst du Müll? Klicke auf ein Gesprächsthema, um darüber zu sprechen oder den Dialog beenden. Müll. Was verkauft ihr hier? Tja, ohne angeben zu wollen, kann ich wohl behaupten, dass es sich bei meiner Ware um den besten Müll in ganz Asposien handelt. Ihr verkauft stinkenden Abfall? Ah, ich merke schon, ich habe hier einen Kenner vor mir. Interessierst du dich schon lange für Müll? Absolut. Ich, hab ihn bisher immer nur weggeworfen. Na, dann hab keine Scheu, dich in meinem Laden umzusehen. Okay. Ja, es ist sehr schön, seine Unterhose hier. Es ist vielleicht einfach nur eine kurze Hose, der läuft da hier nicht in Unterhose rum. Ah, sehr hübsch, sehr hübsch. Ein A. Ist das ein A? Das hier? Möchtest du vielleicht einen Buchstaben kaufen? Den gibt es schon für günstiger Aspiriri. Wozu sollte ich den denn brauchen? Wie heißt du, Junge? Robert. Robert? Tja, wenn du ein A hättest, könntest du zum Beispiel Roberta daraus machen. Oder Robert. Die Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt. Nein, danke. Mein Kopf tut weh. Ja, ich kann mich auch A-Robert nennen. Aber warum? Ist aber lustig, drüber zu reden. Ein Sandwich. Was ist denn das? Das hier, ein exquisites Sandwich. Wurde auch erst zweimal gegessen. Sonst nichts ist. Danke. Lieber nicht. Sicher? Ich hätte auch noch einen halben Wollmilchshake dazu. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass es ein Wollmilchshake ist. Danke, danke. Keinen Hunger. Nicht mehr jedenfalls. Wahrscheinlich nie wieder. Obwohl, es sieht schon ganz lecker aus. Taubenfutter. Aha, okay, jetzt verstehe ich. Das bietet er auch an. Vielleicht können wir die Taube damit anlocken. Was ist das da? Das hier ist leckerstes Taubenfutter. Ich schwöre, nichts, was Flügel hat, kann dem hier widerstehen. Toll, genau das, was ich brauche. Kann ich das haben? Für Aspororo gehört es dir. Bitte was? Aspororo? Aspororo-ri... klingt super. Was ist das? Der Preis für das Taubenfutter. Aha. Und was bedeutet das? Na gut, ich verstehe schon. Du willst also verhandeln. Will ich das? Ich biete dir Asporora. Aspora? Willst du mich beleidigen? Na gut. Was hältst du von Aspororo?
Und dazu bekommst du diese schöne Conroy-Puppe. Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Das ist ja auch sehr nett, aber ich brauch sie gar nicht. Weißt du eigentlich, was die alles kann? Hast du Pech und 7 Plagen? Nicht verzagen, Conroy fragen. Und das alles bekommst du für Asporora. Noch weiter gehe ich mit dem Preis aber nicht runter. Das ist schon ein super Angebot. Na gut. Asporo. Aber noch tiefer gehe ich wirklich nicht. Ich verhandle mal weiter. Ich weiß leider nicht, wovon ihr redet. Könnt ihr mir nicht einfach das Futter geben und... Na fein, ich sage Aspiriri. Wie bitte? Aspiri! Das ist immer besser. Warum schreit ihr mich denn an? Ach, verdammt mich. Na fein, ich gebe dir das Futter für Asp. Jetzt zufrieden? Ich weiß nicht. Was... Okay, ich leg die Puppe noch oben drauf. Einverstanden, nimm sie einfach. Heißt das, ich könnte die Puppe und das Futter umsonst? Ja, sag ich doch. Wie sehr willst du mich eigentlich noch demütigen? Danke, ihr seid wirklich sehr nett. Und du bist der durchtriebenste, hartherzigste Asposa, den ich je das Missvergnügen hatte zu treffen. Oh, das tut mir sehr leid für euch. Danke für das Futter. Ja, vielen Dank. Finde ich klasse. Eine wunderschöne Conroy-Handpuppe und das Taubenfutter. Die Original-Conroy-Puppe für seine treuen Fans. Sie kann sogar sprechen, wenn man drauf drückt. Ja, wie schön. Ah. Wer immer seine Arbeit tut, den... Toll! Die Puppe hat sogar Conroys Stimme. Ja, so muss das sein. Also, ich habe jetzt das Taubenfutter, das ich mit der Taube hoffentlich benutzen kann. Hey, der Beutel ist ja leer. Was ist los? Willst du etwa dein Geld zurück? Naja, den Faden kann ich ja behalten. Na toll. Verkauft er mir einen leeren Taubenfutterbeutel? Naja, ein Faden. Was kann ich mit dem Faden denn machen? Ein einfacher Faden. Muss man doch bestimmt irgendwas machen können. Oder soll ich erstmal mit ihm reden, dass ich mein Futter haben will? Ha! Ach, du schon wieder. Was willst du noch? Meine Selbstachtung hast du doch schon. Ich will Taubenfutter haben. Könnt ihr mir helfen? Ich muss diese Taube da fangen. Tut mir leid, mein Junge. Wenn ich hier weggehe, klauen sicherlich alle meinen Müll. Aber wer sollte... Ich sehe hier nur eine potenzielle Person. Ich brauche aber trotzdem Hilfe. Wie kann ich sie bloß fangen? Keine Ahnung. Ich verkaufe hier Müll. Keine Antworten. Antworten würden mir aber besser gefallen. Nochmal wegen dem Müll. Du bekommst nichts mehr umsonst. Hör auf zu betteln. Ich kann dir einen Faden anbieten für das Sandwich. Na, dann gehe ich mal. Okay. Wenn du doch noch Müll brauchst, weißt du ja, wo ich bin. Na gut. Aber was auch immer der Wurm damit zu tun hat, dass ich den hier so anklicken kann. Also, hier ist nichts weiter. Ich könnte zur Bargasse gehen. Ich glaube, hier ist sonst aber auch nichts mehr. Dann gehen wir zur Bargasse. Ich muss die Taube fangen. Vorher gehe ich hier nicht weg. Da muss ich also doch was miteinander verknüpfen. Eine Conroy-Handpuppe. Kann ich die mit der Taube benutzen? Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Okay. Gut. Abgebrochene Krücke. Ich denke, der... Nein, der Faden würde nur reißen. Kann ich denn die Windsocke mit der Taube benutzen? Das ist zu hoch. So bekomme ich die Taube da nicht herunter. Okay. Abgebrochene Krücke mit der Windsocke. Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Verkorkter Nektarinsaft. Sieht ziemlich vergoren aus. Okay. Ja. Kann ich denn den Wurm mit der Windsocke fangen?
dann verschwindet der miese Wurm nur wieder in seinem Loch. Was auch immer mir das bringen würde.